Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2015. Das wäre eigentlich jetzt die vierte Folge. Allerdings hat mein Aufnahmeprogramm nicht aufgenommen, weil ich keinen Ordner zum Speichern ausgewählt hatte. So. Jetzt dürfte es eigentlich klappen. Nur halt, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Geld und ja. Wir sind halt einfach schon ein bisschen weiter, aber ich denke mal, das macht jetzt keinen Abbruch. Wir fangen einfach an. So, das Rad muss ab, denn hier ist einmal der Spurstangenkopf. Jetzt, wenn ich jetzt T drücke, kommt was Magisches. Geil, oder einfach ein Tablet. Spurstangenkopf. Oh. Den kaufe ich einmal. Dann muss noch der untere Querlenker A. Bauen wir aber erstmal aus. So, ich wollte T drücken, nicht ESC. Unterer Querlenker A war das. Ja, ich bin mir recht sicher. Das war A. Jetzt müssen wir hier die Antriebswelle abbauen. Denn diesmal müssen wir an die vordere Antriebswelle. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier das andere vordere Rad abbauen. So, dann, nein, nicht das Radnabenlager, die vordere Antriebswelle, C. Und dann können wir die Antriebswelle entfernen. So, jetzt brauchen wir eine neue Antriebswelle. Vordere Antriebswelle, einfach nur Antriebswelle. Nein. Vordere Antriebswelle, müsste sein. Jetzt haben wir ein paar hundert Euro zu wenig sonst rausgeworfen. Bauen wir die Seite wieder zusammen. Dann geht's auf die andere Seite. Dann noch da die zwei Sachen tauschen. Kommt hier mal das hier hin. So, hier muss noch der Spurstangenkopf hin. Der neue. Und dann die Antriebswelle wieder einzubauen. Müssen wir machen. Was ich nur manchmal ein bisschen komisch finde. Manchmal dreht er die Schraube nach rechts, was normalerweise richtig ist beim Reindrehen. Aber er hat sie gerade einfach nach links reingedreht. Okay. Also mir ist das ja eigentlich relativ egal, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Das muss weg. Dann glaube ich, war es das auch eigentlich schon fast. Ich sehe jetzt hier nicht so großartig viel, was noch weg muss. Nicht wahr? Vordere Radnabe. Oh, dann müssen wir nochmal zurück. Hinterer Querlenker A. Hinterer Querlenker A. Wo ist der denn mal? So. Den bauen wir natürlich auch gleich wieder ein. Dann die Federhaube. Hintere Feder. Dann das hintere Domlager. Müssen wir hier nochmal gucken. Ich weiß nämlich nicht, welche Seite es war. Das ist das hier. Ich weiß es gar nicht. Ich baue es mal aus. Dann sieht man nämlich, wie viel Prozent es noch hat. Normalerweise müsste es noch in Ordnung sein. Ach, das ist die Radnabe. Ach so, lol. Das war das Radnabenlager, was ich gedacht hatte, es wäre das. Egal. Dann. Bremsscheiben muss runter, ja, dann sind wir sogar auf der richtigen Seite. Doppelte Arbeit, aber ist ja nicht schlimm. Vordere Radnabe. So, jetzt kommt das Radnabenlager wieder rein. Bremsscheibe, Antriebswelle. Wollte ich da mal ganz kurz ein Thema ansprechen. Habt ihr eigentlich schon davon gehört? Also eigentlich müssten es alle gehört haben. Hardy, der Hardy verlässt Pietsmeet. Also ganz ehrlich, meine Meinung darüber ist, ich finde es total scheiße. Weil man kennt Pietsmeet halt so mit der Hardy. Der war einfach... Ich fand ihn halt einfach
fast schon den Beste im ganzen Team. Der war lustig, der war cool, also ohne Hardy ist es ja eigentlich kein Pizza mehr, aber trotzdem gucke ich sie noch. Was denkt ihr denn davon? Schreibt's mal in die Kommentare. Jetzt mal ein Auto angenommen. Jetzt werde ich jetzt mal hier hoch machen. Wird wahrscheinlich wieder irgendwas unten sein. Keine Kraft mehr. Oh, der Motorblock. Jetzt alle Filter. Okay, dafür müssen wir wieder runter machen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn hochgemacht habe. Geht der Telefon wieder? Beziehungsweise die Motorhaube bauen ab, dann haben wir nämlich besseren Einblick. Und zwar müssen wir diesen Motorblock. Das müssen wir jetzt befreien. Das muss alles ab. Das ist ein bisschen mehr als beim normalen Auto. Denn dieser Motor ist ein bisschen verwinkelter. So, Zylinder müssen ab. Es muss einfach alles ab. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Schelle. Schelle. Noch eine Schelle. Luftfilter, der muss eh neu. Den kaufen wir aber dann im Nachhinein. Im Grunde genommen bauen wir jetzt den ganzen Motor auseinander. Lichtmaschine. Keilrippenriemen. Lichtmaschine kann abgebaut werden. Was ist denn meine Aufnahmezeit? Ach, oben links habe ich es jetzt gut. Ich habe das, glaube ich, geändert. Vorher hatte ich es oben rechts, deswegen habe ich gerade gesucht. Nehme ich gar nicht auf, aber doch, ich nehme auf. Das ist, ja, wäre sonst ziemlich belastend. Der hier ist, ja, das muss auch ab. Die Benzinpumpe. Kraftstofffilter. Oh, der sieht auch nicht mehr ganz so gut aus. Wir haben jetzt auch schon fast 6000 Euro. Das glaube ich sind Euro sogar. Was ist das bitte für eine Mutter? Alter. Steuergehäuse kann ab. Viele Schrauben hier einfach sind. Beim normalen Vierzylinder sind das, glaube ich, vier Schrauben, wenn ich mich nicht täusche. Nockenwellenrad. Nockenwelle, dafür muss aber das hier alles ab. Kleines Nocken, was war das? Kleines Nockenwellenrad. Ah. Wenn wir das alles abgebaut haben, die Kurbelwelle, die müssen wir nachher. Ich glaube, das ist fast schon der komplizierteste Eingriff. Man muss die Schellen lösen. Ne, man. Erstmal muss man die Zylinder rausholen, aber der. Okay. Beim anderen Auto ist das ein bisschen komplizierter. Erkläre ich euch dann mal, wenn wir das machen. Zündkabel. Zündverteiler. Zündverteilerdeckel. Das ist doch die alte Technik, ne? So, Zündspule. Müssen wir nicht abbauen. Ist die denn kaputt? Nein, ist nicht kaputt. Na, laufe ich mit jetzt herum. Dankeschön. Anlasser. Ich fange einfach mal oben an. Also, führen wir fort. Vergaserellenbogen. Vergaser. Hebel. Und jetzt die Abgaskrümmer müssen noch ab. Dann noch das Teil hier. Das können wir sogar jetzt schon abmachen. Ja? Ja. Das kann eigentlich hängen bleiben, einfach mal so, ne, in der Luft. Das ist das Getriebe. Achso, ich muss noch den alten den anderen Abgaskrümmer, nicht den alten. Den muss ich noch abmachen. Ja gut. Was muss ich denn jetzt noch? Achso, warte. Zeig mir gleich an, was ich rausmachen muss. Ah, Zündkerze. Sag mir das doch. Jetzt kann ich abbauen. Ich weiß auch gerade gar nicht, welches Auto das darstellen soll.
Aber ich gehe mal von einem Mini aus oder sowas. Oder von einem Fiat oder sowas. Eigentlich gar keine Ahnung. Die Autos sind natürlich alle verändert, weil sonst muss man sich die Lizenzen kaufen, um das Auto darin darzustellen. Ist nämlich dasselbe wie bei GTA. Deswegen modden ja auch alle die Fahrzeuge da rein. Wollte ich auch machen, nur ich bin einfach zu blöd dafür. So. Wagenheber 1. Ist doch 1, oder? Ja. Jetzt kommt die Ölwanne ab. Die Ölwanne, und dann können wir, glaube ich, auch schon ans Getriebe gehen, weil das Getriebe müsste, soviel ich weiß, hier an dem Dinge liegen. So. Jetzt müssen wir aber nochmal hoch. Denn jetzt können wir nämlich die Zylinder entfernen. Oder? Kann man? Muss man eigentlich. Sollte man können. Ja, Kolben. Kann ich nämlich auch den Zylinder abmachen? Das ist der Motorblock. Jetzt müssen noch die Nockenwelle raus. Die kann ich so rausnehmen. Und die Kurbelwelle. Allerdings muss ich für die Kurbelwelle hier das Getriebe abbauen. So. Das heißt, jetzt hoch und das ganze Getriebe auseinandernehmen. Mal zumindest ein Teil davon, glaube ich. Der Anlasser muss dafür auch ab. Schwungradgehäuse. So, das ist das Schwungrad. Ich glaube, das muss alles ab, soviel ich weiß. Ja, das muss alles ab. Gut. So. Was muss ich dafür abmachen? Hintere Antriebswelle. Ja, gut, die kann ich einfach mal so abmachen. Finde ich gut. Jetzt müsste ich jetzt an dem Rad rumfriemeln. Das wird mir nicht so gut gefallen. Hintere Antriebswelle. Jetzt kann ich das Getriebe abmachen. War das Getriebe, Kupplungsdrucklager, Kupplungsdruckplatte, dann glaube ich das Schwungrad und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Dann können wir auch die Kurbelwelle muss dann noch raus. Dann können wir den Motorblock entfernen. Dann neuen kaufen, der kostet einiges, glaube ich. Nicht unter 800 Dollar. Euro, ist ein Euro in dem Spiel immer noch. So, die Kurbelwelle, dafür muss ich das hintere Kurbelwellenlager abmachen. Also es ist ein bisschen verzweigt bei diesem Auto. Bei dem normalen Vierzylinder oder Achtzylinder geht das wesentlich einfacher. Kurbelwelle. Geil. Jetzt muss ich den wieder runterlassen. Lass das Ding. Damit ich mir den Motorblock entfernen kann. Dann kann ich einen neuen kaufen und dann kann ich alles wieder zusammenbauen. So, Motorblock. Zwar gibt es dafür auch extra einen Teileladen. Jetzt müssen wir hier. Antriebswellengelenk, ach du Scheiße. Getriebe. Jetzt hol erstmal den Motorblock. 500. Okay, hätte ich jetzt mehr gerechnet. Der zweite Zylinder ist kaputt. Ist ja noch ein Zylinder. So. Muss noch da rein. Ich glaube, eine Stange war kaputt. Ölrohr. Ventilschaft. Zwei Ventilschafte. So. 5 Euro, ja gut. Es geht noch. So, die Benzinpumpe. Nockenwelle, die kann wieder rein. Zündverteiler, oh, der ist kaputt. Den müssen wir austauschen. Zündverteiler. Kommt da kein Mann drauf? Nein? Okay. Jo, finde ich gut. So, wir können einen Kraftstofffilter hin, aber wir müssen jetzt wieder hoch machen. So, das Getriebe wieder zusammenbauen, die Nockenwelle, die Kurbelwelle rein.
Also das dauert noch ein bisschen. Nur ich würde vorschlagen, dass wenn ich jetzt das Getriebe zusammengebaut habe, dass ich dann auch erstmal Pause mache, weil wir sind schon bei 15 Minuten und die Folge muss noch bis 3 Uhr hoch und wir haben schon. Okay, nee, das schaffe ich nicht. Innerhalb von 2 Stunden kann ich nicht hochladen. Aber es sollte schon heute noch online sein. Denn montags, mittwochs und freitags macht ja immer der Grot. Und ich und Remta, wir laden einfach so hoch, wenn wir was haben. Ich dachte so, ja, heute steht nichts auf dem Plan. Kann ich mal was hochladen. Kann auch sein, dass wir uns jetzt überschneiden, dass Remta und ich gleichzeitig ein Video hochladen. Aber ist ja gut. Ist ja nur gut für euch. Habt ihr halt 2 Videos am Tag. Na komm. Also, ich will ja auch ein HD hochladen. Das heißt, das Video hat so um die 1,5 GB. Und das hochzuladen mit einer 6000er Leitung, weil mehr kommt bei mir nicht an. In meiner Straße mit den Bambusleitungen, die hier haben. Aber naja, bald ändert sich das ja. Haben wir auch hier 100k. Oder glaube ich sogar mehr. Werde ich auf jeden Fall kaufen. Das ist mir zu blöd mit diesem ewigen Warten. Da könnte ich auch endlich mal streamen. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber die Qualität war dermaßen schlecht, dass der Stream eine halbe Stunde gelaufen ist und ja, dann haben die Leute aber nicht mehr eingeschaltet. Dann hat niemand mehr zugeguckt. Kann ich gut verstehen. Steuerkette. Ja, obwohl wir können. Egal, nehme ich mir halt ein bisschen mehr Zeit und dann machen wir halt eine 20 Minuten Folge. Ist mir egal. Und wenn es erst heute Abend um 8 Uhr online ist oder morgen, ist ja nicht schlimm. Was das für eine Mutter ist, bitte. Alter. Wir müssen noch die 2 Filter austauschen, habe ich gehört. Ja, muss man noch. Zylinderkopf. Jetzt merkt ihr schon, das ist jetzt so ein Auftrag, der kostet schon wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, es hält sich noch in Grenzen, wenn man ein Auto komplett zusammenbaut, hängt man da locker mal 3 Stunden drin. Später kommen natürlich anders eingeteilte Folgen, die werden dann größer, weil wenn ich das ein Auto komplett auseinanderbaue und wieder zusammen, dann müsste ich da 15 Folgen draus machen und das habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, war jetzt so gut. Sag mal einfach, ich mache das jetzt noch fertig. Schalldämpfer. Schalldämpfer, ist das eine Pistole oder was? Was ist denn los mit denen? So. Die müssen gleich noch dran, die hinteren Antriebswellen, nicht Abtrieb. ja. Vordere Lufthutze. Dann obere Lüfterhaube. Jetzt müssen wir einmal den Filter, den Kraftstofffilter und einmal den Luftfilter kaufen. Filter. Habe ich einmal verklickt. So, einmal da neu und einmal da ein neu. Kommt hier noch so ein Deckel drauf und der wird dann einfach mit einer Schelle ganz locker easy. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber meine Mutter hat glaube ich gerade Stress mit dem Hund. Ja, so hat gibt's auch, ne? Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe es auf jeden Fall gehört durch meine Kopfhörer. Ja, Keilriemen, dann Thermostatgehäuse, weil auch immer das ist.
Ach, wir müssen noch. Mann, ich war gerade am Reden, unfair. Wir müssen jetzt noch die Ölwanne drauf machen. Ich habe keine Ahnung, das muss ich rausschneiden, das geht so nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich finde es relativ lustig. So, Motorblock. Die müssen wieder rein. Na komm, lass mich da. Nein, nein, da. So. So und so viel ich weiß, müsste es eigentlich auch gewesen sein. Ich habe alles ersetzt. Lassen wir den runter. Machen die Motorhaube noch drauf und dann sehen wir, ob irgendwas fehlt. Wenn irgendwas fehlt, dann bin ich scheiße. So und. Zündke! Ich nehme das zurück, was ich gesagt habe. Scheiße. Ach, da unten sind die Scheißdinge. Was soll das denn, ey? War ja unlustig. Ach, ein Zündkabel braucht das Ding natürlich auch. Ist ja logisch, soll ja auch vom Hof fahren. So, Motorhaube drauf. Jetzt bin ich aber fertig. Ich sag gar nichts mehr. Schütt mal da noch ein bisschen Öl rein. Ja gut, weil sonst, ich glaube, das wäre unschön gewesen. Mein Auto darf durch kaputt gehen. So. Öl ist drin. Jetzt aber. Nice, Leute. 1405 Euro empfangen. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zur nächsten Folge. Was für ein Auto nehmen wir denn für die nächste Folge mal an? Ganz Problem. So, das ist das erste Auto für die nächste Folge. Ihr wisst ja schon mal, was auf euch zukommt. Und ja, dann mal bis zur nächsten Folge. Und tschüss.